das ihnen genau sagt, wie sie. Gestern Abend gegen 20.20 Uhr kam es auf dem Sportflugplatz in Schottengötzen zu einem Flugunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Ultraleichtflugzeug war beim Landeanflug, als es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt an der Maschine kam. Der Pilot verlor in der Folge die Kontrolle über das Flugzeug. Das Flugzeug stürzte um und kam auf dem Kopf liegend zum Stehen. Der 49-jährige Pilot aus dem Vogelsbergkreis sowie ein weiterer Insasse, ein 46-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde das Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen hinzugezogen. Am Flugzeug entstand ein Schaden von geschätzten 30.000 Euro. Mitglied von uns ist mit seinem Ultraleichtflugzeug eine Platzrunde geflogen und bei der Landung ist ihm plötzlich das Rad weggebrochen. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass der Sporn unten in die Erde rein ist und das Flugzeug sich überschlagen hat. Den beiden geht es gut, sie sind beide rausgekommen, haben Ersthilfe geleistet, sind ohne größere Verletzungen, sage ich mal vorab, zumindest was man sagen kann. Kopfverletzung, natürlich ein bisschen was Blut, aber alles gut und kommen auch wieder und das ist die Hauptsache. Das Material ist ersetzbar. Osthessen News. Sehen, was bewegt.